Moin Freunde und willkommen zurück zum Megaprojekt im Landwirtschaftssimulator 2013. Und heute haben wir dabei, fangen wir mal an mit dem Sachsen-Let's Player, der Randy. Moin. Verlesen. Dann haben wir den Rocktox nur verbal dabei. Servus. Dann haben wir Modlina dabei. Hallo. Dann haben wir Markus auch noch da. Servus Leute. Der McManus ist da. Grüßt euch. Der Kobold ist da. Mahlzeit. Und Gun müsste auch noch hier sein. Ja, irgendwo hier. Und der Randalinski, der mich hier gerade über den Haufen fährt, der Chewie, ist auch da. Chewie Randalinski, so würde ich ihn jetzt umbenennen. Aber wisst ihr, was das Coole ist? Die ersten 2 Minuten von der Aufnahme sind schon weg, wenn man erstmal alle vorstellt. Ja, klar. Ich will diesen neuen Ball, den wir für uns kaufen, dass wir einen gescheiten haben. Chewie, ja, soll auf hier zu randalieren. Und vor allem nicht durch das frisch Angesäte hier fahren, immer du. Mach ich gar nicht. Ja, komm, hab's genau gesehen. Also Chewie wird langsam zu unserem Ziehkind, oder? Ey! Kann das sein? Ist jetzt gerade irgendwer am Kinder Anziehen. Lernen dazu. Chewie nicht. Ja. Das ist echt... Ist jetzt irgendwer gerade am Anziehen von den Feldern oder nicht? Das Ding ist voll geil, das fährt 80. Seht die Felder jemand an? Ja, nimm das Teil weg hier. Kick den nochmal raus. Reden. Was hat er denn? Er hat den LKW. Ah, Standfahrzeug. Eine Frage, seht die Felder jemand an? Nein. Warum? Ja, aber irgendjemand muss ja drin sitzen in der Seemaschine. Nee, die Seemaschine war eigentlich mal an den Puma. Die steht hier rum, oder? Auf dem Feld, ja, Seemaschine. Der Puma steht auf dem Hof. Ja. Markus hängt jetzt gerade. Den habe ich mir vorhin stand. Ich habe mal kurz den Marco mal geschnappt und fahre jetzt mal gut, sehen. Gut, dann mach du das. So, gut, dann da. Tolle Wurst, mein Spiel hat sich gerade wieder aufgehangen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ui. Was, oh, na was, gut, was, dann tue ich mal weiter Dinge. Ja, dann helfe ich dir jetzt nicht. So. Da, habt ihr denn schon wieder angefangen, hier Kredit zu holen? Nee, du bist hier wieder rein und verpackt sich da auf dem Hühnerstall. Hey, was sollen denn die Hühner von dir tun? Das wollte ich jetzt nicht. Nee, ich hab's gesehen. Für was ist das Geld ausgegeben worden? Für zweimal Kredit. Die Ballen-Dingsbums-Hänger. Dingsbums-Hänger. Ach, haben wir jetzt die neuen Hänger gekauft? Genau. Oh, wo sind denn die? Möchte ich mal angucken. Am Hof, Händler, noch beim Händler. Beim Händler, ja. Dann fahr ich zum Händler kurz. Ja, du fährst einfach Bierfeld ein. Genau. Doch, steig ein. Was? Ui. Nö? Tu mal was Bier. Ich laufe, das macht, bring rein. Macht das schlank hier. Nein, fahr du, Mann. Ah ja, dann kommt der Kobold wieder. Ja, Kobold. Ja, entschuldige bitte. Kein Problem. Es tut mir leid. Ist gerade einmal Führerschein und Fahrzeug. Geht ja Gott sei Dank seit dem Patch 2.0 ziemlich schnell das Synchronisieren. Ja. Haben wir noch so eine Wer sitzt so denn jetzt in so eine Gabel damit bestellt? So, keine Ahnung, wie das heißt. Für die ich WCA? Habe eine gekauft, ja, zum Mistladen. Wer sitzt denn jetzt im Düngerfahrzeug? Das sitzt der Markus. Oh. Nein. Ach so, im Düngerfahrzeug. Nee, das ist Tino. Das fülle ich gerade wieder auf. Warte, ich fülle es dir auf, dann kannst du weitermachen, wenn du möchtest. Die sind aber nicht automatisch, ne? Was? Nein. Ich so, beladen kannst mit Frontlader. Du kannst wieder rein, Kobold. Ach du lieber. Tibi. So, Modlina. Dankeschön, danke. Was machst du hier? Wenn du Bock hast, kannst du an deinen Schlüter gleich mal. Ich wollte mir das mal angucken. Die Grasschneidwerke dranhängen, die stehen hier aber unten. Kannst auch hier. Ja, habe ich schon gesehen. Mal hier verschieben. Und dann können wir auf Feld 1920 gleich. Ja, mach mal keinen Scheiß hier. Mach keinen Scheiß, schieb mich hier nicht runter, du. Das macht's hier. Was ist nach kurzem Gamecrash bin ich wieder da. So, weiter geht's. Ach, geil, die kann man dann runterschieben, die Ballen. Genau. Ah, das ist ja cool. Und man kann sie auch, wenn man sie aufladet, kann man sie sozusagen hinten hinschieben. Dann braucht man nicht so genau aufladen, die erste Fläche. Und das ist ja geil. Das ist gut. Cool. Warte mal, was muss ich jetzt? Shift. Das ist wieder so kompliziert, da brauchst du extra Bedienungsanweisungen und ein Studium eine dafür. Ganz kurze Frage. Eine ganz kurze Frage. Seht gerade jemand an? Ja. Vielleicht sollten wir das Ansehen doch nochmal unterbrechen, sollten die 1,2 Millionen Liter aus der BGA rausschaufeln, weil dann können wir definitiv neue Fahrzeuge kaufen. Lass mich kurz das eine Fail fertig machen. Wir machen jetzt erstmal komplett. Dann haben wir 400.000. Ja, weil, also das ist, glaube ich, der schnellste Weg, jetzt an Geld zu kommen. Dann weiter kann man fahren. Das nicht, oder? Irgendwie ist das blöd mit dem Wagen. Wenn ich das Schiebeding zurückmache, das buggt irgendwie. Wieso buggt es? Der Schieber geht eigentlich nur nach hinten. Flüssig nach vorne zuckelt der so und bewegt sich nicht wirklich. Kannst du mich ganz kurz mal reinspringen lassen, Guten? Nur um hinzuswitchen, weil ich mal angucken will. Bin ja fasziniert. Ja. Der Schlüter mit Güllewagen bergab 34, 35 km/h.
Wahnsinn. Ja, das war das Gewicht des Güllewagens hauptsächlich, das ihn da schiebt. Das ist ja leck. Geht nicht nach hinten bei mir. Das kann aber durch den Server sein, dass es nicht nach hinten geht. Würde mich aber wundern, weil... Doch, jetzt geht's nach hinten. Ja, ich klapp das hinten auf. Ach aber so. Ich meine dieses Schiebeding. Das geht nicht, soll ich mal probieren? Nicht mehr hinten? Der geht nur nach hinten, nicht nach vorne. Okay. Obwohl mit Shift N nach hinten und mit Shift J nach vorne. Also ich habe die Zeit jetzt auf fünffach hochgestellt, das reicht eigentlich zum Schaufeln, ne? Ja, aber ich sehe trotzdem an. Ja, kannst du trotzdem ansehen. Wird's halt wer war denn gerade so nett und hat mir gesagt, der Güllewagen ist so viel füllt? Ich hab ihn hingestellt und hab... Achso, okay, der Traktor geht aus. Ich bin gerade auf dem Feld und sehe gerade 21%. Danke, ja. Da war doch schon wieder leer. Ja, also scheint so, als dürfte ich Profi hoppen. Also ja, geplant ist jetzt erstmal Geld scheffeln und noch Fahrzeuge ranholen, oder? Das ja, genau, dass alle auf jeden was Fall zum Bewegen haben hier. Genau. Weil wir haben leider nicht alle Fahrzeuge und das ist das Problem zurzeit, aber das werden wir so schnell wie möglich ändern. Ich meine, wir könnten ja jetzt hier irgendwie, was weiß ich hier, ein 45er Deutz oder so einen Scheiß kaufen. Oder was wir da auch immer im Oldtimer-Pack drin haben oder ja, im Kramer. Zum Sehen oder sowas von Kleenfeldern vielleicht. Oh, ja, mit der Condor am besten. Ja, was haben wir denn sonst noch? 9 Meter Mais oder 15 Meter Condor? Ja, das ist das Problem. Wir haben auch keine kleinen Geräte mehr. Also wir haben nur noch dicke Dinger hier. Deswegen hätte ich halt gesagt, mal schnell die BGR leer schaufeln. Ja. Kannst du sie schaufeln, es ist eh fünffach vorgespult. Bin doch schon dabei zu schaufeln hier, mein Lieber. Wer hat eigentlich dagegen die Regel verstoßen? Es sind immer genug Fahrzeuge für alle da. Wir alle. Das war zu einer Zeit, wo wir höchstens mit 3 Leuten gleichzeitig auf dem Server waren. Da haben wir uns gesagt, außerdem war das dann zu einer Zeit, wo wir die Anbaugeräte für die kleinen Sachen nicht mehr benutzt haben. Ja, und genau. Dann haben die kleinen Maschinen einfach auch so keinen Sinn mehr gemacht. Die konnten wir noch zum Spazierenfahren benutzen. Eine Frage ganz kurz, wenn wir die BGR schnell, wenn wir jetzt 100, achso, wir können gar keinen Kredit nehmen, ne? Wenn wir jetzt schnell auf 98.000 hochschaufeln, einen zweiten Radlader kaufen, könnten wir den Rest ganz fix leer schaufeln, könnten noch 2 kleine dann Puma kaufen. Limitiert eher der Schredder als die Radlader. Ja, das kommt der limitiert momentan sowieso. Ja, weil es nur fünffach ist. Ja. Schiebt doch einfach das fehlende Fahrzeug auf die Modellina. Die neue ist immer schuld. Ah, müsst ihr jetzt... Ja, Moment. Wieso? Du noch bist neu. Auch da. Schuhe, gleich gibt's Handkante. Ja, ich wollte nur schauen, ob man das so zurückschieben kann. Ja, ich kann auch mal gleich was zurückschieben bei dir. Und das ist dann nicht... Tino zieht den LKW. Probier ihn nachher noch raus einmal. Also ich bin gerade am Mähen. Das ist gut. Wenigstens eine Person, die hier mal was Produktives ja, tut. Genau. Ja, ich sortiere Geräte. Wir brauchen irgendeinen Traktor, dass wir wenigstens noch irgendwas mit hinten dranhängen kann. Diesen 6 Kreisel Schwader so rum. Oder irgendwas. Wäre das nicht interessant, einen etwas größeren Traktor zu holen für den Güllewagen und den Schlüter, den ich hier habe, kann dann für den Schwaderkreisel noch mehr? Richtig, haben. Genau. Würde da der Case Puma reichen, der 160er? Das weiß ich jetzt nicht. Naja, also normalerweise braucht der schon den Magnum, ne, vom Gewicht her. Ich meine, da sind irgendwie 30 Tonnen Gülle drin oder sowas. Was darfst du mit dem nicht einmal auf der Straße fahren? 32, ich hab ihn gerade voll. Ja. Also mit dem Dingens geht das nicht hier mit dem LKW, oder? Nein. Der kann gar keine Geräte außer diesen Hänger hier ziehen, oder? Richtig. Ist ja ein Scheißteil. Oder du machst halt einen Tieflader-Mod irgendwie. Das könnte man auch damit ziehen. Wie gesagt, von den Case Puma könnten wir 2 Stück kaufen, wenn wir die BGR leer haben. Ja. Aber wollen wir wirklich immer dasselbe Fahrzeug? Nee, naja, ich würde sagen, also wir kaufen auf alle Fälle einen Lambo, müssen wir noch kaufen von dem Modpack. Der jetzt neu dazu gekommen ist. Welches denn das? Also von dem Dings hier, vom Add-on meine ich. Das hat nicht jeder. Ach so. Das haben nur die vorbestellt, sozusagen über die Chance. Ach so, ja, stimmt, richtig. Das war ja ein super Geschenk, weil ich ja so nett war und das direkt online gekauft habe. Ja, dann habe ich den auch. Geil. Aber den kannst du zuschicken, halt den kann man zuschicken, weil das ein normaler Mod ist. Ja. Ist aber nicht so toll, der Traktor halt.
Nö, der ist taucht eigentlich gar nichts. Ist eigentlich nur ein Deutsch mit anderen Skin. Ja. Der taucht eigentlich gar nichts und er ist weiß. Und der wird noch nicht mal dreckig. Oh. Wenn wir nicht einfach einen Bergepanzer kaufen und der zieht die Sachen? Nein, wir kaufen auch keine Messer, wir kaufen auch keine AK-47. Was definitiv als Traktor auch gehen würde, um vielleicht unten Gras zu machen, ist der Hurlimann. Oder ein Führer. Also der Hurlimann kostet 130.000, da kann man Gras machen, da kann man schwadern damit. Wie viel PS hat der denn? Haben wir noch den Weidemann? Die 120. Nein, haben wir nicht mehr. 141. Schade. Was ist mit einem Leichttraktor? Den du per Hand schiebst, oder was? Nee, das war der erste so Panzer nach dem Ersten Weltkrieg der Deutschen. Und weil so sie viele Panzer haben durften, haben sie Leichttraktor genannt. Nein, du bist im falschen Film. Um dir das mal so direkt zu sagen. Na gut, aber Schubi, hast du heute deine Tabletten nicht genommen, oder? Nee. Nee, also irgendwie nicht. Bist heute so voll behindert drauf, aber... Ja. Das ist auch nichts Neues. Eine Frage, also wenn jetzt 37.000 da sind, dann kaufe ich mir jetzt noch einen Schlüter, dass ich wenigstens unten Grasfeld mitmachen kann, oder? Nee, ich glaube, ein Schlüter bringt uns Schlüter brauchen wir überhaupt nicht. Ach, wir müssen ja aber, wir kommen ja nicht voran, das ist ja das. Ja. So viele Leute und nichts Produktives. Ja, aber den Schlüter verkaufen wir dann wieso wieder? Dann verschenken wir nur 20.000. Oh, geile Zaunfeder. Ja, wir haben jetzt aber auch gerade 2 Ballenladewagen gekauft, die nicht funktionieren und obwohl wir gar keine Ballen haben. Ja, das muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Ja, das kannst du durchaus berechtigt dabei anführen. Nein, die waren aber gedacht, weil es gehört das Geld ja noch gut geschrieben von den Alten, die nicht funktioniert haben. Ja, der hat sogar 25 gekostet, oder? Genau. Ja. Zweimal sind ja auch 50.000. Wir müssen sowieso noch. Ich glaube, das hat der Doc vorher noch wirklich gut geschrieben. Nee, hatte ich nicht gemacht. Hatte ich nicht gemacht. Das Einzige, was ich gut geschrieben hatte, das war die Kohle für die Dings für die Mischstation. Gut, und auf welches Feld fährst du jetzt mit der Sämaschine? Mit der Mais-Sämaschine, die stelle ich hier unter. Ach so. An die verbackten, ich hätte fast verbackten Ballenladewagen habe ich gar nicht gedacht, dass wir die ja so rausgenommen hatten, ohne die Kohle dafür zu kriegen. Wir hatten bestimmt 200 Ballen oder so. Naja, also was machst du jetzt so guten? Weil wenn nicht, dann Traktor her. Ich will jetzt hier unten was Produktives machen. Ja, ich hol den. Hier komm her, dann kannst du hier ein bisschen schaufeln. Oh, darf ich das machen? Oh Mann. Meine Schuhe kippt alles daneben. Oh. Genau. Gesundheit, Rocktox. Das ist der Schießpulver. Schui, jetzt hör mal auf, hier zu Randalinskisten da. Ja, ich verdichte. Du verdichtest, ich verdichte dich gleich mal. Können wir einen Mod mit reinnehmen, Panzerklebeband oder sowas, Panzertape, dass wir den Schui hier irgendwo von auf den Radlader binden können? Die binden wir im Zaun fest, genau. Ja. Wie bei Asterix, dem Baden. So. Ich entschuldige meinen Nieser, das ist das Schießpulver, das habe ich in die Nase bekommen. Ah ja, okay. Vom Panzer. Ja, genau. Vom Bergungspanzer. Was können wir da jetzt eigentlich mal machen? Geil. Erntepanzer, Lauffahrpanzer. Ja. Könnte mal Ostern spielen, genau. Schön Leopard 2 zum Güllewagen ziehen, das wäre doch mal. Das hat was, das ist garantiert geländegängig. Das stimmt wohl. Sag ihr einen Panzer. Gibt sicher als Mod, den bauen wir rein. Das wird gibt es, glaube ich, sogar, und also umgebauten, und zwar so DDR-Panzer hier. Wie sind sie denn? Die Vorwärtsdinger. T90, BTR 90. Ach, was weiß ich, wie die Dinger heißen. Keine Ahnung. Eine UZ gibt es. Eine UZ gibt es. Ah. Ist zwar kein Panzer, aber es ist ein Militärfahrzeug. So. Wird dann mein Fahrzeug für die Zukunft. Nee. Aber warum? Wir brauchen ja immer noch Geld. Da habe ich Angst. Ja, irgendwer zahlt wohl Kredit zurück, oder? Jo. Ja. Deshalb musst du da den ganzen Tag arbeiten, wenn ich das Fahrzeug krieg. Ja, das musst du dann wahrscheinlich. So. Morgens bis abends und nachts mit Beleuchtung. Das ist ja klar. Ja. Ne, Strom sparen, Licht aus, Kerzen anzünden. Ja genau, der Chewie darf dann immer mit der Fackel vorne weglaufen. Jetzt hab ich mal eine Frage, wenn ich auf das Feld, wenn ich auf die Map gucke, dann seht doch gerade keiner an, oder? Oh ja, ich hab gerade angesehen. Ein Feld, ich bin gerade beim Kante nur mehr machen.
Ja, dann lassen wir es bei dem Feld, nehmen die Zeit hoch, dass wir was schaufeln können, oder? Mir ist wurscht. Und dann wurscht. Halt. Und dann halt lieber unten das Gras noch mit einsammeln. Ja, dann mach das doch. Aber ja genau, dann sehen wir uns wieder, wenn es hell ist. Nämlich genau. Im nächsten Part, weil dieser hier so ziemlich am Ende ist. Ja, also so 50 Sekunden über Minimum. Oh. Ja. Ne? Also, erstmal vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und dass alles euch diesen ganzen Chaos hier angetan habt. Ich werde jetzt erstmal vom Server dann nämlich verschwinden. Dann haben sie auf alle Fälle einen, der weniger hier rumlästert und so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen und so, ihr wisst es ja. Bis zum nächsten Mal, denn Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.